Oh.
erhalte, Gott beschütze, unseren Kaiser, unser Land. Am 1. April 1989 erklang in Wien die alte Hymne. An diesem Tag wurde Zita, die Frau des letzten österreichischen Kaisers, zu Grabe getragen. Und das republikanische Österreich erlebte eine Zeremonie, wie sie zur Zeit der Monarchie gegolten hatte. Wer dachte dabei nicht an eine andere Trauerfeier? An das Begräbnis Franz Josefs im November 1916. Im Tod vereinigte der Kaiser noch einmal die bereits auseinanderstrebenden Kräfte seines Reichs. 2 Jahre vor dem tatsächlichen Ende schien sich die Mission der Habsburger Monarchie zu erfüllen. Zita, die Kaiserin von Österreich, gekrönte Königin von Ungarn, Königin von Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Königin von Jerusalem, Erzherzogin von Österreich, Großherzogin der Toskana und von Krakau, Herzogin von Lothringen und Baar, von Salzburg, Steyr, Kärnten, Krain und der Bukowina, Großfürstin von Siebenbürgen, Markgräfin von Mähren, Herzogin von Ober- und Niederschlesien, von Modena, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und von Zator, Teschen, Friaul, Ragusa und Zara, gefürstete Gräfin von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska, Fürstin von Trient und Brixen, Markgräfin von Ober- und Niederlausitz und Istrien, Gräfin von Honems, Feldkirch, Bregenz und Sonnenberg, Herrin von Triest, von Katerow und auf der Windischen Mark, Großvoivodin der Voivodschaft Serbien, Infantin von Spanien, Prinzessin von Portugal und von Parma. Kenne ich nicht. Wer begehrt Einlass? Zita, Ihre Majestät, die Kaiserin und Königin. Wir kennen Sie nicht. Wer begehrt Einlass? Zita, ein sterblicher, sündiger Mensch. So komme sie herein. Der alte Habsburger Ritus, untermalt von den Stimmen der Wiener Sängerknaben. Auch der berühmte Knabenchor ist Teil einer jahrhundertealten Tradition, geht seine Gründung doch auf Maximilian I. zurück. Was Zita nach vielen Jahren im Exil gewährt wurde, hat man ihrem früh verstorbenen Mann bisher verweigert. Die Heimkehr zu den kaiserlichen Ahnen. Doch es ist wohl nur eine Frage der Zeit, ehe auch Kaiser Karl in der Kapuzinergruft seine allerletzte Ruhe findet.